Okay, und ich habe die wunderschöne Aufgabe, jetzt Simone Peter bitte aufs Podium zu bitten und ihr die Gelegenheit zu geben, die europapolitische Rede zu halten. Vielen Dank. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, heute zu euch sprechen zu können. In der Tat, die Nacht war etwas kurz und aber der Glücksfall doch eingetreten, dass ich erst nachher um 13:30 Uhr bei der Energiewende-Demo erwartet werde. Und deswegen fülle ich gerne diese Lücke und springe für Reinhard ein, von mir aus und von dieser Stelle aus auch alles Gute an Reinhard, dass er schnell wieder genesen wird, um in den Europawahlkampf mit voller Kraft einsteigen zu können. Wir sind jetzt. Wir sind jetzt seit 6 Wochen ziemlich genau als neuer Bundesvorstand im Amt und ich muss sagen, mit den beiden Berlinerinnen, mit Gesine und mit Bettina macht das einen Heidenspaß. Es ist ein super Team. Wir waren schon gut unterwegs in den letzten 6 Wochen. Mir kommt es gefühlt schon wie einige Monate vor, was wir programmatisch, konzeptionell an Organisationsarbeit für die nächsten Wochen, aber auch für die nächsten Monate schon auf die Agenda gesetzt haben. Deswegen, ihr habt hier wirklich zwei klasse Frauen im Landesverband. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit euch. Eine der Rollen, die wir natürlich sofort in den Fokus genommen haben, war die Opposition gegen die Große Koalition. Ihr habt das alle diese Woche verfolgt. Der Koalitionsvertrag ist jetzt unter Dach und Fach. Hier wurde wochenlang mit maximaler Personalstärke jetzt ein Koalitionsvertrag geschlossen, der ein dünnes Eis bildet, meine ich, für eine Tragfähigkeit über 4 Jahre. Es ist ein Sammelsurium an vielen Ideen. Er trägt die Überschrift »Die Zukunft gestalten«, aber ernst gemeint scheint mir das nicht zu sein. Es ist eher ein visionsloses, ein mutloses Zukunftsverwalten als Zukunft zu gestalten. Die großen Zukunftsaufgaben werden überhaupt nicht angegangen. Der Koalitionsvertrag lebt von der Substanz und auf Kosten der zukünftigen Generationen, zum Beispiel beim wichtigen Thema Umwelt- und Klimaschutz, zum Beispiel bei der Bildung und bei der Rente, aber auch bei den Staatsfinanzen. Konzepte für mehr Verteilungsgerechtigkeit, die ja auch die SPD im Wahlkampf immer wieder eingefordert hat, die die heutigen Generationen betreffen, fehlen auch. Das heißt, es ist sowohl eine Lücke für die heutigen Generationen da und auch keine Perspektive für die zukünftigen Generationen. Wir erkennen durchaus an, dass es einige gute und wichtige Ansätze gibt, wie zum Beispiel der flächendeckende Mindestlohn, wobei der flächendeckende Mindestlohn ja dann auch 2017 erst Realität wird. Vorher kann es Ausnahmen, Kompromisse geben. Auch die Frauenquote, aber auch die ist ja über die europäische Gesetzgebung jetzt vorgesehen und auch in einem größeren Maß, nicht nur 30%, sondern auch 40%. Also muss auch hier die Große Koalition noch nachlegen. Und auch die Mietpreisbremse kann in dem einen oder anderen Aspekt auch für Berlin sinnvoll sein. Aber auch da hätten wir uns sozialere Komponenten gewünscht, dass es besser ausgestaltet ist. Insgesamt bleibt es bei viel Klein-Klein, bei 132 Prüfaufträgen, die sehr viel Unverbindlichkeit versprechen. Und ich habe es eben schon gesagt, ob daraus wirklich ein tragfähiges Bündnis wird, eine Politik zu gestalten und Projekte voranzubringen, darauf sind wir gespannt. Wir meinen, oder ich meine, die Große Koalition fängt mit sehr, sehr viel Müdigkeit an und kann auch in einigen Bereichen richtig großen Schaden anrichten. Ich möchte euch ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel das Thema Bürgerrechte. Es ist schlimm genug, dass die neue Regierung, ähnlich wie die alte, keinerlei Initiativen entfaltet, um der massenhaften Ausspähung unserer Daten entgegenzustehen. Und da ist es ein fatales Signal, wenn in dem Koalitionsvertrag das Wort Vorratsdatenspeicherung auftaucht. Ich habe jetzt Hans-Christian noch nicht gesehen, aber es war eine klasse Aktion, Hans-Christian, dass du, wenn er nicht da ist, übermittelst ihm, aber ich habe es ihm ja auch schon selber gesagt, nach Moskau gefahren bist und klargemacht hast, wir wollen den wichtigsten Zeugen in dieser Ausspähaktion, wir wollen Edward Snowden nach Deutschland holen, wir wollen ihn in ein sicheres Land bringen, wir wollen, dass er hier Schutz und Aufenthalt gewährt bekommt, wir wollen, dass er hier als zentraler Zeuge aussagt und auch einen
großflächigen Whistleblower-Schutz auf die Agenda setzen. Das ist das richtige Signal. Da haben die alte wie die neue Bundesregierung auf ganzer Ebene versagt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir werden weiter gegen die Ausspähung für einen umfassenden Datenschutz kämpfen. Wir haben gute Leute auf der Ebene der Europafraktion. Wir werden das in Parteienfraktionen natürlich im Bundestag und über unsere 6, vielleicht auch bald 7 Bundesländer natürlich auch im Bundesrat auf die Agenda bringen, weil einige von diesen Bundesländern haben ja ein Nein zur Vorratsdatenspeicherung auch in ihren Verträgen mit der SPD auf Länderebene verankert. Zweites Beispiel, Zukunftsinvestitionen. Es fehlt an Mitteln für Infrastruktur, für Bildung und für Energieeffizienz. Diese großen Projekte, für die wir geworben haben, um den Subventionsabbau voranzutreiben, um mehr Steuern einzunehmen, um keine Schulden zulasten zukünftiger Generationen zu machen, die sind eklatant unterfinanziert. Der Großen Koalition fehlt der Mut, hier Investitionen im Milliardenbereich anzugehen. Das werdet ihr hier in Berlin besonders merken, wenn die Mittel für die Verkehrswege fehlen, wenn die Mittel für die Kitas fehlen, wenn die Mittel für die Gebäudesanierung fehlen. Auch hier ein Punkt, Zukunftsvergessenheit der Großen Koalition. Die Politik sichert eher den Wohlstand der heutigen Generationen. Merkel hat es bei der Vorstellung der Großen Koalition, des Koalitionsvertrages gesagt, sie will den Wohlstand sichern. Ich meine, sie sichert mit diesem Programm eher den Wohlstand der Wohlhabenden, gibt aber kein Signal, dass wir den Wohlstand auch für die zukünftigen Generationen sichern. Das Wenige, was im Vertrag steht oder was geplant ist für Investitionen, das sind ein paar Milliarden, auch die sind auf Sand gebaut. Ich habe es eben gesagt, es gibt kein Signal, die Subventionen abzubauen oder Steuern zu erhöhen. Das ist ein Prinzip Hoffnung auf die Konjunkturentwicklung weiterzusetzen. Hier fehlt eine klare und solide Gegenfinanzierung, die auch Mittel generiert für Zukunftsprojekte, für zukünftige Ideen. Besonders gravierend ist dieser Schaden, wie wir meinen, nicht nur für die finanzielle Entwicklung, sondern eben vor allen Dingen auch für den Klima- und Umweltschutz, dass heute keine Investitionen, heute keine Ziele und heute keine Programmatik aufgelegt wird, um die wichtigen Anliegen, die wir haben, die natürlichen Lebensgrundlagen für unsere Kinder und Kindeskinder zu sichern, in keinster Weise vollzogen werden. Hier bremst die Große Koalition die Energiewende aus. Hier wird der Klimaschutz ausgehebelt. Das Prinzip Nachhaltigkeit wird ausgebremst. Ein fatales Signal für die nachfolgenden Generationen, liebe Freundinnen und Freunde. Was haben wir im Wahlkampf gekämpft gegen die Strompreisdebatte? Wir haben immer wieder gesagt, wir brauchen Signale, dass die große pauschale Befreiung der Unternehmen zurückgenommen wird, um die Preise für den Strom zu stabilisieren. Kein Signal von Seiten der Großen Koalition, auch hier nur ein Prüfauftrag, der auch Richtung EU geht. Das heißt, es wird passiv der Entscheidung der EU, des EU-Wettbewerbskommissars überlassen, wie sie damit umgeht. Wahrscheinlich wird diese Entscheidung sogar eher zu unseren Gunsten ausfallen, weil klar ist, diese massenweise Subventionierung von Unternehmen, die zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher gehen und zu Lasten der Energiewende gehen, die gehen in die falsche Richtung. Von daher hoffe ich mir, dass wenigstens hier die Europäische Kommission ein Signal gibt, dass wir von der großflächigen Subventionierung der Unternehmen auch ein Stück weit zurückgehen. Die Große Koalition verspricht eine neue Gründerzeit, wenn man das Wirtschaftskapitel anguckt. Aber wenn wir sehen, was für die erneuerbaren Energien formuliert wird, ein Zurücknehmen der Vergütungen für die Windkraft, wahrscheinlich wird sich kaum ein Windrad südlich von Hannover lohnen. Die Baden-Württemberger haben schon ausgerechnet, 50% ihrer Projekte sind eigentlich auf Eis gestellt, wenn dieses Referenzertragsmodell für die Windkraft kommt. Die Zielsetzung kommt einer Ausbaubremse gleich, einen Ausbaukorridor zu definieren, ist alles andere, als in eine neue Gründerzeit zu gehen. Die Gründer, die neuen Gründer und Gründerinnen der erneuerbaren Energien, in deren Kontext jetzt fast 400.000 Arbeitsplätze entstanden sind, die werden im Regen stehen gelassen von dieser Regierung. Auch hier ein fatales Signal Richtung Innovation und Investitionen. Die Kohle erhält Bestandsschutz, die Reform des Emissionshandels auf europäischer Ebene
wird abgelehnt. Die Koalition verabschiedet sich vom Klimaschutz. Ich war letzte Woche bei der Klimakonferenz in Warschau. Es ist ein fatales Signal an die Länder gewesen, die gekommen sind, um zu diskutieren, welche Finanzierungen, welche Ziele können verankert werden, um den Klimawandel, der schon vor Ort in ihren Ländern stattfindet. Das Beispiel Philippinen ist eines. Die philippinische Delegation sagt, wir können nicht verstehen, dass die Deutschen als Industrieland ihre Vorreiterrolle einkassieren, dass wir keine Möglichkeiten haben, in diesem Technologietransfer in Zukunft auf andere Technologien, auf besser ausgestattete Häuser und auf eine dezentrale Versorgung. Das sind No-Grid Islands, also Inseln, die keine Stromversorgung über Kohle und Atom brauchen, die können sich mit erneuerbaren Energien versorgen, dass diese Signale ausbleiben. Letzte Woche sprach Klaus Töpfer von dem Taifun, der da über die Philippinen hereinbrach, von einer ökologischen Aggression. Und ich muss sagen, das teile ich und das teilen die Länder dort unbedingt. Die Art der Stürme wird immer gravierender, sie wird immer heftiger, sie wird immer häufiger. Wir müssen hier ein Signal setzen und hier da die Große Koalition immer wieder auffordern, ihren ursprünglichen Zielsetzungen, die die Parteien auch hatten, vor allem die SPD, einzufordern, dass wir klare Signale für die Energiewende und für den Klimaschutz brauchen. Wir kämpfen auch heute für die Energiewende, für die erneuerbaren Energien. Ich habe es eben schon gesagt, nachher findet die Großdemo Energiewende retten am Kanzleramt statt. Wir wollen das Kanzleramt umzingeln mit den Verbänden, die wir auch wieder stärker an uns ranbinden wollen oder mit denen wir zusammen eine klare Union gegen den Abbau der Energiewende und des Klimaschutzes senden wollen, mit den Bürgerinnen und Bürgern, um das Signal zu senden, wir wollen kein Rollback bei der Energiewende, wir wollen kein Rollback beim Klimaschutz, wir wollen keine Kohle, kein Fracking, kein Atom, sondern wir setzen auf Wind und Sonne und das vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich bin mir auch ganz sicher, ihr habt ein starkes Signal bekommen hier für den Rückkauf der Netze. Das würde ich in keinster Weise kleinreden. Das waren viele, viele Stimmen. Ich bin mir ganz sicher, dass das Thema Energie in Bürgerinnen und Bürgerhand zurückkommt, dass wir es stärken müssen, dass auch die Zeit dafür kommen wird, dass Berlin eine von Bürgerinnen und Bürgern gestaltete Energiepolitik bekommen wird. Und dafür setzen wir uns auf Bundesebene, aber natürlich auch auf Europaebene ein. Wir wollen die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen natürlich auch auf der europäischen Ebene ins Zentrum rücken. Der Klimaschutz, die Energiewende sind zentrale Themen für die Europawahl. Wenn er in das Programm schaut, wir haben das ganz bewusst nach vorne gezogen. Die Frage ist, gelingt es uns, die Energiewende nach Europa zu tragen oder überlassen wir Europa und die Energiewende denen, die die Energiewende ausbremsen wollen, wie EU-Kommissar Oettinger, der sich offen immer wieder für die konventionellen Energieträger Kohle und Atom einsetzt und immer wieder offen gegen die Instrumente, die wir hier erfolgreich nach vorne gebracht haben, wie das Erneuerbare Energiengesetz aushebeln will. Dem stehen wir entgegen. Wir brauchen ein Europa mit mehr Grün und weniger Oettinger. Wir wollen ein Europa der erneuerbaren Energien. Und wir wollen dass Europa Antreiber wird für den Klimaschutz, für die Ökologie, die ökologische Modernisierung der Wirtschaft, für die ökologische Transformation, für zukunftsfähige Produkte und zukunftsfähige Jobs. Das ist die Zukunft, die wir für Europa sehen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich glaube, dass wir zu Recht einen Titel gewählt haben, Europa grün erneuern. Uns geht es um ein solidarisches Europa, um einen stärkeren Zusammenhalt. Das betrifft vor allen Dingen auch die Krisenpolitik. Wir haben das in den letzten Monaten, Jahren immer wieder deutlich gemacht. Eine Krisenpolitik, die zu 60% Jugendarbeitslosigkeit geführt hat, ist kein Erfolg, liebe Freundinnen und Freunde. Steigende statt sinkende Schulden sind kein Erfolg. Und ein erstarkender Rechtspopulismus ist ein Alarmsignal, dass wir hier, wie in ganz Europa, massiv ernst nehmen müssen. Und dem werden wir uns entgegenstellen. Applaus
Wir stehen für ein offenes Europa. Wir wollen nicht zurück zu D-Mark oder enger Nationalstaatlichkeit. Merkel hält an ihrem fatalen Krisenmanagement fest. Wenn man den Koalitionsvertrag genau studiert, ist die SPD unter den Merkelschen Krisenschirm gekrochen, setzt keine eigenen Akzente. Die Haushaltskonsolidierung und der strukturelle Reformen, die wir im Sinne der zukünftigen Generationen durchaus sehen, die werden nicht begleitet mit Investitionsprogrammen und mit den Maßnahmen, die wir im Rahmen der Finanzpolitik auch immer wieder formuliert haben. Sei es zum Beispiel die echte europäische Bankenunion, sei es eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik, sei es eine schärfere Finanzmarktregulierung oder ein Altschuldentilgungsfonds, der den Ländern wieder Luft zum Atmen und zu investieren lässt. Hier wollen wir, das ist ein Thema, was wir vor einigen Jahren schon aufgegriffen haben, aber es ist nicht unaktueller geworden, auf den Green New Deal setzen, auf die Investitionen in Bildung, in Klimaschutz, in Infrastruktur. Das sind riesige Konjunkturprogramme. Wenn wir hier in Deutschland sehen, dass 1 Euro Förderung bis zu 8 bis 10 Euro Investitionen in der Wirtschaft auslösen, dann kann man sich ausrechnen, welche Milliardeninvestitionen europaweit möglich sind. Das ist die Chance für südliche Länder, in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz zu investieren. Von daher muss es Alternativen zu einer reinen Austeritätspolitik in Europa geben, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst mich ein drittes zentrales Thema ansprechen, die Flüchtlingspolitik. Ska ist hier, und ich weiß, ihr diskutiert das ja auch heute noch in der Debatte in eurem Parteitag. Lampedusa, und das erlebt ihr hier in Berlin ganz konkret, ist ein Symbol für eine unmenschliche Flüchtlingspolitik, für eine Flüchtlingspolitik in Europa, die auf Abwehr setzt, die auf Abgrenzung setzt, die Humanität vermissen lässt, die auf Abschottung setzt statt auf Aufnahme und Integration, die das Sterben vor den Küsten Europas weiter hinnimmt, statt ganz klare Akzente zu setzen und klare Programme, klare gesetzliche Vorgaben zu machen für eine humane Flüchtlingspolitik, um das Sterben vor den Küsten Europas und das Leid, was wir in allen Ländern gegenüber den Flüchtlingen ertragen müssen, dass wir das endlich beenden, liebe Freundinnen und Freunde. Das Gegenteil ist leider zu beobachten. Auf dem letzten EU-Gipfel wurde das Thema Flüchtlinge vertagt. Und auch hier in der Großen Koalition ist das, was wir an einigen programmatischen Entwicklungen sehen, zum Beispiel beim Bleiberecht, sind kleine Trippelschrittchen. Es wird sehr starke Grüne brauchen, um das zu verändern, um die Festung Europas zu locken, um die Festungsmauern zu sprengen. Wir wollen Humanität und Hilfe. Und wir wollen ein Europa, das die Flüchtlinge aufnimmt, dass ein Bleiberecht ermöglicht, dass ein Leben, ein menschengerechtes Leben, eine Teilhabe gewährleistet, dass die Menschen hier aktiv arbeiten können, bleiben können, ein Teil der Gesellschaft werden. Wir haben das immer als Bereicherung empfunden und werden uns auch weiter dafür einsetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich habe eben schon mit Monika Herrmann gesprochen. Monika, von mir aus nochmal meinen ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein ganz starkes Signal hier in Berlin setzt, dass wir diese Flüchtlingspolitik nicht mittragen, dass wir Lösungen suchen, statt Flüchtlinge irgendwo in Sonderzonen unterzubringen. Im ganzen Land gibt es Flüchtlingsheime bzw. Flüchtlingslager. Ich kenne das selber aus dem saarländischen Kontext. Es ist uns nicht gelungen, es ist auch der SPD dort nicht gelungen, eine restriktive Innenpolitik zu entgegnen, die auf eine unmenschliche Unterbringung setzt, die auf Sachpakete statt auf Geldleistungen setzt, die keine Möglichkeiten sieht, das Bleiberecht zu liberalisieren und für Arbeit und Teilhabe zu gewährleisten. Ich bitte dich, mach weiter so, wir stehen hinter dir und wir werden auch da im europäischen Kontext für kämpfen. Ich bin mir sicher, mit dem Fokus auf ein solidarisches, auf ein nachhaltiges, auf ein demokratisches Europa sind wir gut aufgestellt,
um in den Europawahlkampf zu gehen. Wir wollen die Erfolgsgeschichte der europäischen Vereinigung fortführen. Wir wollen keine Kleinstaaterei, keinen engstirnigen Nationalismus. Wir stellen uns den nationalistischen, den rechtspopulistischen Parteien entgegen. Und ich muss sagen, da habe ich kein Verständnis dafür, dass Cameron sich gegen die Aufnahme von Bulgaren und Rumänen in Großbritannien weigert, dass die ungarischen Neonazis Jagd auf Sinti und Roma machen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben auch hier in Deutschland immer wieder extreme Situationen, wo diese Interessen aufeinander knallen, wo wir diese rechtsstaatlichen, diese rechtsnationalen Tendenzen erleben, dass Flüchtlinge getrieben werden, dass wir keine Mehrstaatlichkeit akzeptiert wird, dass Fremdenhass Überhand nimmt. Dem setzen wir uns ganz konkret entgegen. Wir wollen ein Miteinander in Europa, dass alle Menschen in Europa zu Hause sind und dass wir die großen Zukunftsaufgaben in Europa gemeinsam lösen und nicht gegeneinander. Darum geht es heute auf eurer LDK. Ich bin froh, was ich gesehen habe an Anträgen, dass ihr viele Punkte davon heute diskutiert, die die Zukunftsfähigkeit in den Blick nehmen. Es geht darum, in den kommenden Monaten und Jahren, wir haben die Kommunalwahlen vor dem Auge, wir haben die Europawahl auf der Agenda, wir haben 3 Landtagswahlen im Osten. Ich bin mir sicher, wir werden als Grüne wieder Vertrauen schaffen können, zurückgewinnen können. Wir setzen auf unsere Grundwerte, wir setzen auf das Thema Ökologie, auf die Gerechtigkeit, auf eine offene Gesellschaft, auf Selbstbestimmung. Wir suchen uns in der Gesellschaft Bündnispartner. Auch da bin ich mir sicher, dass es gelingen wird, wenn wir den Tendenzen, die ich eben beschrieben habe, in Europa entgegenstehen wollen. Wir wollen ein humanes, ein nachhaltiges Europa. Wir wollen, dass die Menschen eingebunden werden. Und genau deswegen finde ich es auch sehr wichtig, dass eben schon angesprochen wurde, dass wir die Möglichkeit haben, dass die Menschen, die uns in Europa unterstützen wollen, auch jetzt ein Signal geben können, ein Votum abgeben können, wer für Europa, für uns ins Rennen geschickt wird. Nehmt an den Primaries teil, nimmt an den Veranstaltungen für die Primaries teil. Ich glaube, es ist ein gutes und wichtiges Signal, es ist ein Experiment, was wir damit setzen, um die Mitglieder, die Menschen aktiv Prozessen beteiligen zu können. Ich sehe es als eine ganz wichtige und gute Möglichkeit und ich freue mich mit Rebecca, mit Ska und mit all den anderen, die jetzt auf den Listen gewählt werden, beziehungsweise dann in der Februar-BDK auf eine Liste gestellt werden, in den Wahlkampf zu ziehen, mit euch auf die weiteren Diskussionen hier im Landesverband, in den anderen Landesverbänden. Ich wünsche euch in diesem Sinne eine erfolgreiche Landesdelegiertenkonferenz habt ihr, ne? Keine Mitgliederversammlung, Landesdelegiertenkonferenz, keine mehr, genau. Einen erfolgreichen Parteitag mit diesen zentralen Themen. Ich glaube, wir sind alle zusammen gut aufgestellt für die nächsten Wochen und Monate und ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank. Tag heute. Hoffentlich kannst du dir irgendwie unterbringen.